You need to know that I'm a rider. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. So, wieder hallo, Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Much Runner. Ja, erstmal natürlich fettes Danke, dass es so gut ankam. Ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass du, naja, komm, probierst du mal so eine Aufbausimulation. Vielleicht haben die Leute ja Bock drauf und ganz schön. Krass, hattet ihr da Bock drauf? Also im Verhältnis zu Simulation ist das echt eine Menge an Feedback gewesen. Dafür auf jeden Fall fettes Danke, weil ja, ihr habt sich auch gemerkt, ich hatte eine Menge Spaß daran, auch wenn wir ein bisschen verkackt haben. Und jetzt sind wir gerade mit unserem anderen Truck unterwegs, weil letztes Mal ja haben wir da oben ja unseren anderen Truck, sind wir hingefahren und der konnte kein Holz laden. Jetzt habe ich den Truck dabei und anscheinend ist das so, wie der jetzt ausgerüstet ist, richtiger, zumindest meinten das welche, dass ich den Hänger halt noch brauchte. Und den habe ich jetzt hinten drauf, dementsprechend hoffe ich, dass es jetzt klappt. Wenn es nicht klappt, dann starten wir die Map einfach nochmal neu und dann haben wir wenigstens alle LKWs wieder hier unten und nicht alle da oben stehen mit Hängern, die wir nicht brauchen können. Aber ja, wir sind auf jeden Fall jetzt gerade unterwegs oben zur Holzstation und ich dachte, ich nehme euch einfach direkt wieder mit. Der Grund ist ganz einfach, dass ich eben... Das war Hupe, ich will nochmal kurz Sicht wechseln. Das war Licht, sehr gut. Ich wollte mal gucken, wie ich Licht anmachen kann, weil wir haben nämlich gerade Nacht und deswegen dachte ich, eigentlich wollte ich kurz alleine da hochfahren, damit ihr das jetzt nicht nochmal miterleben müsst, wie wir hier durchballern. Aber da ich, dass es gerade dunkel geworden ist, weil wir ja Zeitfortschritt haben, dachte ich mal, macht es dann doch schon Sinn, euch mal mitzunehmen und mal eine kleine Runde hier nochmal durch die Nacht im Wald, im Sumpf zu flügen mit unserem Fahrzeug. So, Diff und Allradsperre machen wir mal kurz aus. Der dürfte auch so erstmal eine Weile durchkommen. So, ich versuche exakt in seinem Weg zu fahren, weil der hat relativ gut funktioniert. Da müssen wir nicht vorbei. Wir können das theoretisch auch links rumfahren. Ja, da fahren wir einfach links rum. Das ist, glaube ich, der schnellere Weg. Hoffe ich mal. Machen wir mal kurz Diff und Allrad an. Wenn wir mal kurz ein bisschen flotter durchkommen, weil wir gerade eine dickere Pfütze haben und mit dem Hänger... Ja, haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Gewicht hinten dranhängen, was wir auch noch durch den Schlamm ziehen müssen. Und ja, ich muss sagen, mir macht das Spiel echt ungeheuer viel Spaß. Das ist echt krass. Und wie gesagt, hat ja diesen Simulationsaspekt, dass du halt wieder echt sehr gechillt bist, eine Menge quatschen kannst. Und das mag ich bei den Spielen halt, ja. Deswegen muss ich theoretisch mal die American Truck oder Euro Truck Simulator mal wieder rausholen. Theoretisch müssen wir einfach mal jeden Tag irgendeine Simulation spielen. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Das müssen wir, glaube ich, einfach mal machen, dass wir das mal bringen. Also, dass wir eben... Hoppala, komm schon. Eben auch mal Simulationen mehr machen. Dass nicht jeden Tag Mudrunner kommt, aber dann jeden Tag eben eine Simulation, sei es der Euro Truck oder American Truck Simulator, sowas halt. Weil ich habe auf die Truck Simulator auch wieder Bock. Die machen Bock. Ich habe letztens wieder ein Video gesehen von R12 und kein Scheiß, du kriegst da so Lust beim Zugucken. Einfach nur durch die Welt zu cruisen mit dem LKW. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil. Das hat halt hier halt auch diesen Flair, ne? Es ist relativ gechillt. Du rast nicht. Das ist alles relativ entspannt, was du hier machst. Und ich muss sagen, das hat, ich weiß nicht warum, aber so einen ungeheuren Reiz auf mich. Und anscheinend nicht nur auf mich, weil, wie gesagt, ihr habt auch anscheinend Bock drauf. Ich hatte so viele Kommentare unter den anderen Videos bekommen, man kommt wieder Matua. Da dachte ich so, Alter, damit hatte ich, wie gesagt, ich hatte damit nicht gerechnet. Deswegen sehr cool, dass ihr da Bock drauf habt, dass wir auch mal ein bisschen was anderes machen. Und nicht eben nur das typische Arcade-Racing-Gedönse. Und ja, ich wurde auch aufgeklärt, die Trucks gibt's alle. Das sind alles große russische Trucks. Die UdSSR oder wie das nochmal hieß. Also zumindest meinten die meisten. Ein paar amerikanische haben auch wie ein Jeep. Aber grundsätzlich ist das hier eher so ein bisschen russisch angehaucht alles. Dementsprechend ganz cool. Wie gesagt, ich dachte, es wären alles so Fake-Fahrzeuge, aber anscheinend alles echt. Nebenbei, das mit der Musik im Hintergrund, die lief am Anfang gerade wieder super gut mit und irgendwie hat die mal wieder keinen Bock. Also die kann man leider auch nicht regeln, dass man die irgendwie sagt, ja, lauf mal bitte, die ist einfach manchmal an. Die läuft aber komischerweise nicht immer, also ziemlich selten springt die komischerweise nur an. Und das Doofe ist, Effektlautstärke und Musiklautstärke ist eine derselbe Regel. Also Musik kann man nicht einzeln regeln. Das hätte ich extrem gerne gehabt, weil, ja, wie gesagt, natürlich im Display ist ganz geil, wenn ich ein bisschen... die Töne so anpassen kann, dass ich auch noch vernünftig quatschen kann. Weil das Problem ist, die Musik ist geil, aber wohl ist, wenn die volle Lautstärke läuft, ist auf dem Spiel noch nichts mehr. Er war wohl in der letzten Folge auch ein bisschen verschoben, da achte ich diese Folge ein bisschen mehr drauf. Und da ich ja sowieso so relativ wenig Soundkulisse ist, habe ich das nicht gemerkt. Aber gut, trotzdem war der jetzt nicht pisst an mich. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier durchkommen. Das wird nämlich jetzt gerade der spaßige Teil. Aber komischerweise, der säuft nicht ab. Beim anderen hatten wir ganz auf die Anzeige, Achtung, der Wasser steht zu hoch. Der Truck hier hat komischerweise weniger Probleme mit, was mich ein bisschen wundert. So, jetzt müssen wir mal kurz den Hänger hier rauskriegen irgendwie. Der hängt nämlich gerade gut noch hinten fest. Sehr gut. So, den haben wir. Sehr, sehr gut. Da haben wir ihn doch. So, Allrad können wir wieder ausmachen. Das ist hier nur Sprit. Giftsperre lassen wir euch an, sonst kriegen wir den Hänger hier nicht mitgezogen. So, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Wir sind hier. Wir fahren ruhig den Weg mit, weil dann können wir nicht an der Tankstelle vorbei, weil die können wir ruhig gebrauchen, weil unser Truck... dann doch ein bisschen, an Sprit schluckt. Erst recht mit dem Hänger hinten dran haben wir natürlich noch einen höheren Spritverbrauch. Da müssen wir natürlich auch dran denken. Dementsprechend müssen wir da auch nochmal ein bisschen vorsichtig sein. Na komm schon, nicht hängen bleiben. Aber muss sagen, mit dem Hänger hinten dran geht es ganz gut trotzdem. Aber die Sache ist halt, wir haben nachher Holz drauf. Dementsprechend, das wird richtig assi werden, glaube ich, noch.
Dann müssen wir mal gucken. Problem ist, haben wir ein bisschen mehr Gewicht, weil ich den Ersatzreifen mitgenommen habe, weil damit kannst du theoretisch ja unterwegs nicht reparieren, wenn ich den Wagen jetzt zusätzlich legen würde. Dadurch, dass wir jetzt aber natürlich die Route fahren, die wir schon mal gefahren sind, hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt nicht überall gegendötzen, wie wir es am Anfang gemacht haben. Ah, so viel dazu. Ich nehme jetzt gerade schon mal den Baum da mit. Ja, ein paar Äste sind ja nicht so schlimm. Das war... Ach, fuck, das war falsche Taste mal wieder. Okay, das war alles. Das Licht, okay. Das ist Hupe. Die Hupe finde ich ja geil, wie so eine Druckwelle ausübt. Hier. Das ist schon irgendwie cool. So. Hier ein bisschen rauszoomen, wenn wir ein bisschen mehr vom Truck sehen. Geht bei dem, kannst du Gott sei Dank dem Hänger sehr, sehr weit rauszoomen. Das ist sehr angenehm. So, hier müssen wir auf jeden Fall mal noch durch. Boah, der kämpft jetzt gerade aber auch. Meine Fresse, ey. Na, gleich mal Sprit voll kriegen, weil dann können wir auch direkt zum Holzlager durchfahren. Oh. Das könnte jetzt eine knifflige Stelle werden mit dem Teil hier, weil, wie gesagt, wir haben uns letztes Mal hier echt gerade so durchgequält und jetzt haben wir einen fucking Hänger hinten dran. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Da müssen wir hier Sanftgas geben, ne? Genau, ja. Ich habe mich wieder vergessen, sorry. So, ganz sanft. Seht ihr, dann kommen wir nämlich schon viel besser durch, wenn wir hier ein bisschen mit dem Gas arbeiten. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Traktion. Schon nicht so sehr, ja, sehr gut. Ja, alles gut, alles gut. Na, komm, 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 komm. Jetzt lass mich hier im Stich hier. Schaffen wir, das schaffen wir. Na, komm. Die Sumpfwelpe ist schon hart assi eigentlich mit solchen Dingern, muss ich sagen. Ey, das ist, das reicht mit dem Hänger hinten dran. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das mit dem Holz verhält, weil wir dann deutlich mehr Gewicht noch drauf haben auf dem Truck. Dementsprechend nur weiter runtergedrückt werden. Natürlich kann es einerseits für Traktion sorgen, aber andererseits natürlich auch erst recht wegen dem Hänger hinten, dass wir viel mehr Gewicht mitzerren. Auf dem Fahrzeug selber können wir damit Traktion erzeugen, aber das wird auf dem Hänger nicht funktionieren. Da ist eher das Gegenteil, dass wir dann eben mehr Gewicht hinten dran haben und das uns runterzieht. Schön hier durch. Ja, go hier, das läuft heute schon wieder. Jetzt sind wir hier schön durchgekommen. Go hier, jetzt haben wir richtig Schwung drauf. Oh, hier ist auch noch Schlamm. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, wir wären schon durch, aber nee, bis hier vorne ist noch Wasser. Sind auf dem richtigen, genau, jetzt vorne links ist gleich schon die Tankstelle. Okay, alles gut. Brauchen wir uns mal ein bisschen durchkämpfen, dann können wir schon wieder einmal auftanken und dann geht's hoch zur Holzstation und hoffe ich kann ich Holz holen. Na. Na. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich mich gerade nicht festgefahren. Scheiße. Ja, 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 ja. Nee, es geht weiter, es geht weiter. Nebenbei natürlich, wie gesagt, weil ihr so Bock drauf habt, wenn ihr Bock auf Matuana habt, schaut doch gerne mal unten bei dem Link in der Videobeschreibung vorbei bei meinem Partner G2A. Das ist ein kleiner Hinweis. Dort bekommt ihr Matuana relativ günstig und wie gesagt, mit jedem Kauf darüber unterstützt ihr mich auch, weil ich einen kleinen Anteil an dem Gewinn, an dem Verkauf bekomme. Ihr zahlt nicht mehr, unterstützt mich damit und bekommt noch ein Spiel günstig. Wie gesagt, schaut gerne mal da vorbei. Und ja, falls sich jemand interessiert, warum ich das immer mal erwähne, das ist einfach... kleine Partnerschaft mit denen und ich habe da eben auch meine Vorteile mit, wegen Spielekies und so ein Shit und als Gegenzug ab und an mal eine kleine Erwähnung, aber ich denke mal, ist okay, ich meine hier kein riesiges Product Placement mit, so, nur damit ihr Bescheid wisst. So, einmal kurz volltanken das Ding eigentlich, genau, sehr gut, ist das schon voll, optimal und weiter jetzt. So, weil wie gesagt, damit finanziere ich ein bisschen meinen Channel, kann das Ganze hier ein bisschen weiterführen mit euch zusammen. Und es rechnet so, wo jetzt Anfang des Jahres kommt, wo eben die schweren Monate sind. So viel Geld ist mal ausdrücken, weil YouTube am Anfang des Jahres nicht so gut zahlt. Weil ja die ganze Weihnachtsgeld vorbei ist. Das, also es kommt nicht jetzt direkt das Geld, die Sache, aber es kommt so ab Frühjahr geht es ein bisschen los, dass YouTube dann ein bisschen meint, kein Geld zahlen zu wollen. Also nicht viel zumindest. Ach, kacke, dadurch bin ich gefahren. Scheiße, beim Hänger natürlich jetzt interessant werden, Alter, weil ich hier kaum Lenkwinkel habe, ne? Dementsprechend muss man dann eben ein bisschen gucken, dass man sich anders absichert. Aber gibt noch ein paar andere Pläne, die ich habe. Hört schon, dass sowas. Wie gesagt, halt da ein bisschen die Augen offen, da wird noch ein bisschen was kommen. So. Als kleiner Fact nebenher. Und hier, dass wir hier gut durchgehen. Oh, zwei Schaden. Ach, ich bin gegen die Hüsche gegen den Felsen oder so geballert, gerade mit voll Schmack ist. Das ist natürlich nicht so gut. So, jetzt fahren wir den richtigen Weg. Ah, fuck, voll falsch gefahren. War das nicht gut? Warte mal. Ich muss ich muss links rum, ne? Da muss ich lang. Okay, wir sind nicht so falsch gefahren. Ich dachte, wir wären voll jetzt falsch gefahren, die ganze Strecke schon. Aber das ging ja noch. Das war jetzt nur ein kleiner Teil. Jetzt mal gucken. Die Sichtweite. Hier müssen wir rein, ne? Nee. Wo muss ich denn jetzt...
Was ist mit dem Dunkeln eigentlich mit der Sichtweite? So ein kleines... Da sind wir herge... Muss ich denn jetzt lang? Doch, muss schon hier... Muss ich jetzt hier rein? Ich muss gerade mal kurz gucken. Dass ich nicht falsch fahre. Ist kein Weg gewesen. Ich fahre mal kurz in die Richtung weiter, ob mir die Map dann was anderes anzeigt. Ja, hier geht nämlich auch noch ein Weg lang. Hier kamen wir her, ne? Da müssen wir durchaus hier rein, ne? Ja, jetzt sind wir richtig. Okay, alles gut, jetzt haben wir den richtigen Weg. Ist ja dunkel, ein bisschen schwer alles zu erkennen. Weil du da halt echt nur die Scheinwerfer hast. Was ich aber echt schick finde. Also ich muss sagen, von der Ausleitung her ist das schon echt geil gemacht, das Spiel. Also das ist schon echt richtig sexy. Also vom Licht her. Das war jetzt so richtig. Ich hätte, glaube, links auch vorbeigekommen, ne? Ach Gott, Alter, ich sehe hier nichts. Es ist ziemlich düster hier im Wald um 3 Uhr nachts. Ich weiß nicht, wo ich lang gefahren bin. Im Hellen hätte ich das jetzt sagen können. Ich fahr mal da rein. Das ist voll falsch. Ja, man kommt hier aber durch. Ja, man kommt hier aber durch. Alles gut, alles gut. Ja, hier kommt man durch. Okay, alles gut, ist noch richtig. Puh. So, Allrad machen wir mal aus. Bisschen Sprit sparen. Ein Diff zieht schon genug durch. Boah, jetzt brauchen wir es auf jeden Fall. Hier kommen wir sonst nicht durch. Ab in die Senke. Vollgas. Schön am Gas bleiben. Sehr gut. Ey, wir kommen gut durch. Wir kommen gut durch. Kann man nicht anders sagen. Das ist schon mal besser als letztes Mal, aber wir kennen jetzt auch die Routen. Also wir haben ja jetzt eine feste Route, die wir jetzt fahren können. Wir schon mal anfangen. Jetzt muss ich, glaube ich, links, ne? Nee. Warte mal. Nee, ich muss hier weiter. Genau, den Weg muss ich weiter, ja. Ja, komm. So, und dann eigentlich nur auf der Straße folgen. Dann müssen wir es eigentlich zum Holzdepot schaffen. Und dann hoffe ich, dass ich mit dem aufladen kann. Wenn nicht, dann verzweifle ich ein bisschen. Weil dann sind wir nicht wieder umsonst gefahren. Das wäre ein Träumchen. Komm, 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 komm. So, läuft doch, läuft doch, läuft doch. Komm, schon, ich kenne Musik. Ich weiß nicht, wann die einschalten, wann nicht. Also ganz blicken tue ich das noch nicht. Ist auch relativ random irgendwie so ein bisschen. So, Alter, brauchen wir gerade nicht. Wir kommen gerade so gut. Ja, ich wollte schon sagen, wir sollten noch so noch vorankommen. Ja, oder auch nicht. Nee, kannst du knicken, Alter. Wir brauchen echt beides. Das mit dem Hänger ist jetzt echt tricky. Ich fahr noch richtig, ne? Ja, okay. Jetzt hier über die Kuppe und dann links. Komm hoch, komm, 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 Kleiner, komm. Hocharbeiten, hoch, hoch, hoch. Dann fahren wir jetzt hier links rein. Dann hier hoch irgendwie. Dann müssten wir es bald schon geschafft haben. Dann können wir jetzt erstmal Holz aufladen, hoffentlich. Und dann müssen wir es noch wegbringen, ne? Das ist eigentlich der Kern der Mission, das Holz wegzubringen. Das ist natürlich auch zu holen, klar, aber... Wir machen gerade den Kern der Mission daraus, nur das Holz zu holen. Ah, wieder Schlamm, nicht gut. Ah, oh, wir graben uns vorne gerade ein, das ist nicht gut. Ich muss mal kurz ein bisschen vom Gas gehen, wir müssen ein bisschen vorsichtiger ranfahren. Das Vollgas, damit hauen wir uns nur weiter rein, das bringt nichts. Deswegen schön, fahren wir richtig? Ich war voll falsch, Alter, ich muss hier oben links hin. Ich dachte schon, ich kann mich hier erinnern, dass hier letztes Mal kurz vor Ende so viel Schlamm war. Oh, scheiße, komm. So, wir müssen nämlich da rein. So kurz vor Ziel nochmal schön falsch abgebogen. Ist aber auch echt im Wald hier. Im Dunkeln siehst du echt nichts. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Komm. Ich find's geil mit dem Tag-Nacht-Wechsel auch. Das ist schick. So, hier oben haben wir wieder ein bisschen festeren Untergrund. Sehr gut. Ja, da können wir direkt wieder packen. Ey, hier vorne ist er doch schon. Da vorne haben wir das Schlammloch, das Wasserloch. Da fahren wir mal außen rum vorbei. Wollen wir nicht unbedingt durchfahren. So, da sind wir doch schon. Mein Gott, haben wir es auch geschafft. Na, hallo. Nicht eingraben. Soll ich das weiß? Nee, da können wir Holz abholen. Holzstation. Ich muss zur Holzstation, muss ich, genau. Fahren wir mal hin. Ich mache, ob ich diesmal Holz aufladen kann. Das wäre echt schön. So, wo ist denn jetzt mit dem Menü? Da. Ah, ja, wir können mittlere Stänge mitnehmen. Ah, sehr gut. Wie viele Punkte brauchen wir nochmal? 8 Belagungspunkte, also brauchen wir 2 mehr fahren. Sehr gut. Achso, ich muss, genau, wie mache ich das jetzt? Ja, das war ich, wollte ich, wie nehme ich das denn nochmal? Ach, komm jetzt, lass mich da hin. Ja, warte, wie nehme ich das denn jetzt an? Herrrad, da muss ich mit der Maus drauf? Ah, jetzt haben wir sie drauf. Okay, sehr gut. Oha.
So, die müssen jetzt zum Sägewerk und das ist daher. Ach du Scheiße. Hier ist noch eine Holzstation. Die können wir theoretisch entdecken, einfach mal mitnehmen, aber ich glaube, die mache ich vielleicht dann mit dem anderen Truck mal an, einfach um zu gucken. Das ist ja direkt bei der Werft. Bist du den ganzen Weg zurückackern? Ich weiß halt nicht, ob der Weg, wenn wir zurückfahren, den wir hingekommen sind, ob das der klügste ist. An sich sagt's mir ja. Wir können natürlich theoretisch auch versuchen, hier querbeet durchzukommen. Wir haben da hinten theoretisch auch noch eine Tankstelle und eine Werkstatt. Sollen wir es probieren? Ja, komm, wir fahren das einfach mal. Wir fahren mal in die andere Richtung. Oh, ist schon wieder Tag, geil. 6 Uhr morgens. Wir fahren einfach mal in die andere Richtung, wo wir noch nicht lang gefahren sind. Wir nehmen das einfach mal mit. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er damit, dass wir da noch ein bisschen was entdecken. Vielleicht auch, dass auch vielleicht ein direkterer, schnellerer Weg ist. Da müssen wir einfach mal schauen. Wenn nicht, haben wir halt ein bisschen die Welt entdeckt. Ist jetzt auch nicht verkehrt, oder? Das Problem ist, wir werden echt zu ackern haben mit dem Scheißding hier, weil erstmal wird der Sprit schlucken, wie bekloppt er jetzt, weil er halt einfach unfassbar viel Gewicht hinten drauf hat. Aber jetzt verstehe ich auch, warum wir für die mittleren Stänge auch noch einen Hänger hinten brauchen, weil ihr seht ja, die sind ja komplett einmal draufgeladen und nicht nur hinten auf der Ladefläche des LKWs. So, dann fahren wir mal. Ja, legen wir mal los. Dann fahren wir jetzt mal, wie gesagt, wir fahren jetzt mal, ich kann es euch mal kurz auf Map zeigen, die Route hier. Die fahren wir, dann fahren wir nämlich hier oben zur, hallo, darf ich mal, zur Tankstelle hin und fahren dann hier rüber. So habe ich das geplant. Dann haben wir zumindest schon mal die Ecken der Map abgedeckt. Ich denke mal, das sollte schon mal ein bisschen helfen. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wir müssen mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein schnellerer Weg ist oder ob der Weg, den wir hingekommen sind, der bessere wäre. Aber ja gut, probieren wir es mal aus. Außerdem haben wir da hinten noch ein... Warte, wir haben da hinten eh noch ein Sägewerk. Ne, genau, da hinten entdecken wir ja noch ein Sägewerk. Ne, warte mal, ne. Doch, hier vorne entdecken wir noch eine Holzstation. Und theoretisch können wir die dann nächstes Mal anfahren. Und von da dann nächstes Mal Holz mitnehmen. Weil wir brauchen noch einmal, müssen wir noch auf jeden Fall Holz holen. Das ist sicher, weil wir müssen ja 8 Punkte abliefern, das sind gerade mal 4, die wir hier haben. Wäre schön, wenn der LKW auch nutzbar wäre, aber ja, müssen wir es halt jetzt mit dem durchschlagen. Ist dann halt so. Obwohl, da hinten haben wir eine Werkstatt. Wenn man die, theoretisch können wir da hinten dann auch mit dem anderen LKW hinfahren. Also wenn wir jetzt das Holz abgeliefert haben, haben wir 4 Beobachtungspunkte bekommen. Und dann bekommen wir nämlich hier hinten, ich kann es euch mal kurz nochmal zeigen, die Werkstatt nämlich frei. Und mit der Werkstatt können wir dann auch den LKW hier ausrüsten, fahren hier zur Holzstation und können dann zurückfahren ins Sägewerk. So machen wir das, genau. Da brauchen wir den anderen LKW nämlich nochmal wieder hochfahren. Dann fahren wir mit dem anderen dahin. Dann fahren wir mit dem anderen nächstes Mal, wie gesagt, zur Werkstatt. Und ja, dann rüsten wir den aus und fahren mit dem hier hoch nochmal. So werden wir das, denke ich mal, am ehesten angehen. Das macht für mich am meisten Sinn. Dann haben wir wissen zwei Trucks, die nutzbar sind. So, jetzt fahren wir einfach die Route komplett. Alter, das wird echt hart. Also die Tankstelle brauchen wir nicht unbedingt, aber er schluckt halt schon ganz schön ordentlich gerade. Weil wir halt einfach unfassbar viel Gewicht drauf haben. Dementsprechend müssen wir mal gucken, wie wir schön durchkommen. Und immer mal wieder schauen, dass wir richtig fahren. Nicht, dass wir die komplett falsche Route ballern. Und jetzt müssen wir jetzt wieder uns wieder Routen aufdecken und entdecken. Deswegen, mit dem möchte ich auf keinen Fall Querfeld einfahren. Das geht mit dem Holz nicht, das kann ich vergessen. Deswegen müssen wir uns schon Routen suchen, die wir langfahren können. Ich denke, mit erstmal geradeaus fahren ist ja erstmal die richtige Route. Das dürfte ja erstmal nicht ganz verkehrt sein. Dürften wir ja ganz gut erstmal mit durchkommen. Ja, kommen auch ganz gut mit Schwung aktuell voran. Aber richtig noch. Ja, im Moment fahren wir richtig. Weil hier vorne ist eine Holzstation. Ja gut, die müssen wir noch nicht entdecken. Da können wir erstmal in Ruhe vorbeifahren. Die brauchen wir noch nicht. Das kann ich mit dem anderen LKW dann machen. Oh Gott. Hier links müssen wir lang. Das ist hier eine Nebenroute. Wir müssen manchmal den richtigen Weg fahren. Alles andere ist mit dem Truck, mit dem Hänger eine dumme Idee. Oh Gott, das wird hier ganz schön eng. Scheiße. Ah, nicht umkippen. Das kann nämlich auch passieren. Da muss ich nämlich auch dran denken. So, komm, Baby. Oh, 14 Liter durch, 14 Liter pro Minute. Alter, das ist schon ein böser Verbrauch, den wir hier gerade am Tag legen. Und wo würde ich einen Tag legen? Es ist gerade 8 Uhr morgens geworden. Ja, komm. Nämlich keine Winde oder irgendwas, glaube ich. Dementsprechend müssen wir uns hier so hochschaffen. Ach du Kacke, Fluss. Ja, da drüben geht der Weg weiter. Okay, dann müssen wir hier einmal durch. Oh Gott, komm. Ich hab keinen Fluss, das ist ein See. Ist egal, das schaffen wir, komm. Oh. Wieder mit der Tour sanft ans Gas. Ich weiß gar nicht, wie schön das Holz auch ein bisschen wackelt in allem. Gefährlicher Wasserstand, das ist nicht gut. Oh nein, wir kippen. Ich muss mir jetzt das überlegen, was ich jetzt mache, weil jeder Move, den ich jetzt fachen könnte, könnte falsch sein. Wir müssen wieder ein bisschen zurück, ich muss ihn wieder gerade holen, ja. So, wir müssen jetzt gerade ziehen. Ich
darf nicht zu weit einlenken im Wasser. Der Hänger verliert sonst die Spur. So, wir müssen jetzt erstmal gerade hier raus, danach kann ich auf die Spur. So, so haben wir es gerettet, okay. Aber wäre ich jetzt weiter eingelenkt, dann hätte ich nämlich den Hänger verloren. Der wäre mir weggekippt, glaube ich. Also hätte ich zumindest mich auf jeden Fall eingegraben. Den hätte ich nicht mehr rausgezogen bekommen, hängt er so gehangen. Puh, so, einmal geschafft. Boah, das war jetzt schon mal eine Nummer. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir fahren gerade auf die Holzstation theoretisch zu. Ich fahre jetzt erstmal den Weg hier weiter, weil die Holzstation dürfte gleich hier vorne direkt sein. Aber die wollen wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Die Säcke brauchen wir im Moment nicht. Da ist eine Flagge. Ach, ein Beobachtungspunkt. Decke ich damit Sachen auf? Ja, da können wir ruhig mal kurz hinfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir damit ein bisschen die Map aufdecken. Deswegen, da werden wir mal ganz kurz... Oh, wie fahre ich denn da? Mache ich da einen Abstecher hin am besten. Hier vorne ist ein Weg, ne? Da fahren wir hier über den Weg kurz mal vorbei. Das glaube ich am einfachsten. Ich fahre jetzt hier nicht durch die Walachei. Direkt mit so einem Holzhänger ist das jetzt... Muss halt alle Sachen ein bisschen anders angehen. Sonst geht das ein bisschen nach hinten los. So, fahren wir jetzt mal hier rechts rein. Vorsichtig. Schön rum. Nicht so weit eng lenken. Muss da drüben hoch. Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Ich will ja eigentlich den Beobachtungspunkt mitnehmen. Können wir probieren, mal hier querfeld einzubauen. Die Bäume müssen sich nochmal umnieten können. Die dürfen jetzt eigentlich nicht das Problem sein für den Truck. Ja, da komme ich theoretisch einfach durch, oder? Ja, das geht, das geht, das geht. Komm hier hoch. Ja, ich hätte vorne rechts schon abbiegen sollen, aber so kommen wir auch durch. Das ist nicht das. Na, vorsichtig. Vorsichtig, wir graben uns nämlich sonst gleich ein. Das darf nicht sein. Ah, ich hänge an dem Baum fest. Scheiße. Ah, ist nicht gut. Ich grab mich nämlich gerade ein, ist das Problem. Ihr seht, wir lassen eine böse Spur in der Wiese zurück, ey. Ja, so geht's. So kriegen wir ihn. Ja. Komm. Weiter. Ja, wir schaffen es da hinten, das kriegen wir hin. Ich hätte echt einfach nur von dem Weg hier hinfahren. Gott, ich bin jetzt einfach echt einen ganz dummen Kreis gefahren, ne? Ich hätte einfach vom Weg hier hinfahren sollen, das ist egal. Egal, kurz kleines Offroad-Abenteuer. So, fahr näher an den Beobachtungspunkt. Wie nah muss ich denn ranfahren? Reicht das, wenn ich hier stehe? Navigationskarte. Oh! Damit erhöhst du wirklich Sachen, das ist ja geil. Das ist geil. Da müssen wir die anderen auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Die können wir theoretisch mal in der kommenden Folge einfach mit dem Jeep mal abballern, weil wir haben ja einen Jeep, mit dem können wir richtig Scheiße bauen, weil dann kann ich mir die Map ein bisschen mehr aufdecken. Dadurch haben wir ein bisschen einfache Wege. Das ist schon mal gut. Go here. Ja, okay, optimal. Gut, haben wir das auch gefunden. Sollen wir mal kurz gucken. Wir sind jetzt hier. Wir müssen den Weg auf jeden Fall, der Weg, den wir rechts nehmen, uns erstmal nehmen. Diese 40-Straße oder was auch immer das ist. Und dann in die Richtung wieder zurück. Ich finde das hier irgendwie Wände. Ich habe aber mit LKWs Wenden, das ist nicht so meins. Die Euro Truck Simulator bei mir gesehen haben, wissen das. So, einlenken komplett. So, jetzt ums Gas. Und rum den Bock. Komm, ich geh in den Baum. Alles gut. Wir haben's. So, da haben wir ihn doch schon wieder. Bop. Nicht kippen. Gas. Das Ding hinterherziehen. Der war nämlich gerade echt ein bisschen in Seitwärtsbewegung. Nicht gut. So, wir müssen auf die Straße... Oh Gott, der geht ja voll durch den Fluss. Ich werde es mal probieren. Wir fahren da voll durch den See durch, Alter. Aber das, der ist diesmal nicht gerade mal so klein. Die anderen waren ja alles, weil wir so ein bisschen mal ganz kurz durch ein kleines Flüsschen fahren. Das ist ja halt, Alter, das ist eine halbe Wasserdurchquerung da hinten. Scheiße. Oh, mit dem Hänger. Das ging ja gerade schon so super gut. Das war nur gerade ausfahren eigentlich. Aber ich musste der Tankstelle mal... Ich muss mal kurz gucken, wie wir da durchfahren müssen. Ja, wir müssen eigentlich da links an der Insel vorbei. Da ist wieder ein Weg. Seht ihr, da haben wir einen kleinen Weg. Ja, da können wir irgendwie uns drauf retten, wenn wir es hinkriegen. Gut, da wollen wir mal rein. Ich muss mal gucken, wie wir da durchkommen. Ich hoffe, es ist nicht zu tief. Sonst haben wir ein Problem, sonst der LKW gleich stirbt. Wäre sehr ungeil. So, noch geht's von der Tiefe. Das ist noch harmlos. Trotzdem schon mal samt ans Gas. So, hoppala. Jetzt fängt sie mich schon an. Ja, da vorne der Weg. Nee, den kannst du kriegen. Wir fahren hier links an der Insel vorbei. Oh, fuck. Das ist zu tief. Kann das sein für den LKW? Wir haben einen Schaden bekommen. Ich hoffe, wir kriegen nicht mehr Schaden. Hier geht's wieder hoch. Oh Gott, das ist eine ganz böse Sache, die wir hier versuchen. Warte, da...
Ich wollte gerade sagen, hier rechts können wir abkürzen, aber das bringt's nicht. Oh nein. Komm, Baby, komm, 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 komm. Schön über da drüber. Wir fahren hier nah an den Inseln vorbei, dadurch dürfte es am Nähe des Landes noch ein bisschen höher sein. Aber tief, nicht so tief sein, das Wasser. Die Rest komme ich hier nicht durch wegen dem Baumstamm, das kann ich knicken. Okay, hier ist aktuell nicht so tief. Ich habe gedacht, das ganze Wasser wäre so tief wie am Anfang, deswegen habe ich gedacht, scheiße, wenn wir jetzt da durchfahren, ist die Karre im Arsch. Aber wir haben im Moment nur 3 von 600 Schaden, also wer der LKW kann ein bisschen mal einstecken, bevor der wirklich drauf geht. Nee, mach's gut. Ach Gott, wie komme ich denn hier rum? Ich könnte rechts neben den Flöcken vorbeifahren, aber das ist schräg, Alter, da kippt mir der LKW, der Hänger doch weg. Muss hier, oh Gott. Probieren wir's. Das kann ich, nee, das kann, nee, vergessen wir das, das funktioniert nicht so. Mal kurz gerade zurück, ich muss hier einlenken. Hier den Hänger, genau, jetzt fahren wir nämlich hier einfach durch. Jetzt haben wir nämlich die Position, wie ich es hinkriegen sollte. Jetzt aufpassen, rechts noch nicht am Baum hier zu sehr hängen bleiben. Upsa, ja, so, sehr gut, sind wir durch. Okay, nur mal gucken, dass wir da vorne nicht noch an der, hier an dem Stück hier umkippen. Vorsichtig, möglichst gerade rüber, dass der Ecken, ah, Hänger bleibt bei mir. Ich muss jetzt hier links, genau. Welcher Wasserstand? Das liegt auch nur daran, weil wir der Hänger uns reinschiebt. Dadurch tauchen wir halt vorne ab. Oh, komm, 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 komm. Alter, wir haben noch ein gutes Stück Wasser vor uns, ne? Sanft am Gas. Dass wir alle Fische ausrotten mit unseren Dieselabgasen. Sehr schön. Ein Spiel für Greenpeace und die ganze Familie von Greenpeace. Wir müssen echt tanken, Alter. Wir haben gut, wir verlieren echt gut Sprit, ey, auf die Dauer. Wir haben einen halben Tank jetzt schon durchgeknallt, ey. Ach komm. Bis hier muss ich ja Allrad-Diff anhaben, sonst komme ich ja nicht wahnsinnig durchs Wasser. Das kann ich ja voll vergessen. Oh oh. Ja, 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 ja. Na, komm, komm. Findtraktion. Komm, grab dich da durch. Wir haben es gleich geschafft, wir sind gleich hier durch. Wir haben es gleich durchs Wasser geschafft. Komm, LKW. Nicht mehr so viel. Ich will wenigstens zur Werkstatt kommen. Jetzt zur Tankstelle will ich heute noch kommen. Dann nächstes Mal laden wir das Holz ab. Ja, wir brauchen ein bisschen länger hier mit Spare. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist eine schöne, ruhige Serie. Dafür ist es ja gedacht. Mal gucken. Zur Tankstelle will ich auf jeden Fall noch kommen. Nur jetzt habe ich keine Routen mehr auf der Map. Das ist das Problem. Jetzt muss ich selber mal gucken, wie wir fahren. Kommt nach vorne auf eine Straße. Vorne könnte man theoretisch, ich weiß nicht, ob man da vorne ging es auch, oh, das wird aber eng. Wir könnten es probieren, hier vorne durch die Bäume durchzukommen. Da vorne ist auf jeden Fall ein Weg, aber ich fahre noch ein bisschen weiter das Wasser lieber durch. Weil da vorne kommen wir auf jeden Fall raus. Ja, hier vorne kommen wir auf jeden Fall raus. Das ist, glaube ich, einfacher und ungefährlicher, dass ich den Hänger verliere. Kurz wieder ein bisschen stehen bleiben, damit wir kurz ein bisschen anfahren können. Ja, hallo, Kollege. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt habe ich nämlich gerade mal schön festgefahren an der Stelle. Hoppala, wir sinken halt nicht gut. Oh oh. Ich sinke immer mehr, das ist nicht gut. Ja, ja, komm, komm, komm. Ach, scheiße, jetzt habe ich gerade eine Stelle erwischt, wo er ganz böse hängt am Boden. Ich wundere, wenn da irgendein Stein oder so ist, auf dem wir gerade die ganze Zeit auffahren. Ich komme nicht auch rückwärts nicht mehr weg. Hm, wir haben keine Seile, oder? Ach doch, Wind, wir haben eine Winde. Oh, sehr gut. Können wir irgendeine Winde anbringen? Der Baum reicht. Komm schon, Winde! Okay, die Winde müssen wir nochmal lösen. Das hat jetzt nicht so viel gebraucht. Wir haben ein bisschen in Richtung ziehen können schon mal. Alter, das ist ja echt krass, wie das Wasser hier gerade steht, ne? Wir sind an einer richtig Kackstelle durchgefahren.
Oh, oh, oh. Ich muss den Tür. Warte mal, wir machen nochmal Winde, weil ich muss den weiter hoch anbringen. Den müssen wir weiter nach links wieder ziehen. Ja, 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 ja. So. Ja, jetzt müssen wir die Winde lösen. Und jetzt gucken wir mal. Alter, das gibt's ja nicht. Ich hab mich halt richtig assi festgefahren hier in dem Kackfluss. Irgendwo hänge ich drauf, weil dann siehst du, ich fahre nämlich rückwärts, geht die Karre vorne hoch, also wir fahren irgendwo drüber. Oh, Gottes Namen, Alter, komm schon. Oh, 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 das ist nicht gut. Ah, oder? Ja, 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 das bringt aber schon mal ein bisschen was. Wir kriegen jetzt zumindest mal ein bisschen bewegt. So, jetzt mache ich mal die Winde los. Jetzt dürfte ich theoretisch selber wieder Grip finden, hier an dem Stand, wo wir sind, oder? Aber das Problem ist halt mit dem Kackwasser, dass du dich halt volle Kanüle nonstop eingriffst, sobald du einmal ein bisschen zu früh ans Gas gehst. Alter, ey, das wird noch richtiger Kraftakt, das Ding hier rauszukriegen. Wir werden nicht mehr bis zur Tankstelle fahren, wir werden nur das Ding hier gerade rausbekommen. Das ist zumindest das Ziel. Ah, sehr gut, nächster Baum. Ich hange mich zwar gerade voll auf die falsche Seite, aber wir müssen erstmal überhaupt weg. Erstmal überhaupt das Ding ein bisschen an die Seite kriegen, damit wir ein bisschen Traktion bekommen. Siehst du, wie der sich queren muss, ne? Finde ich schade, dass die Winde kein richtiges Seil ist, sondern so eine komische Textur, die irgendwie einfach rumhängt und scheiße aussieht. Alter, ich muss ja darüber, ey. Ich gibt's ja nicht, kommst du durch einen scheiß Fluss durchgeballert, aber so ein See, der hält einen vollkommen auf. Wir brauchen halt Sprit wie ein Blöder, ey. Ja, es geht auch hier mit, das ist natürlich angenehm. Geht auch mit dem Steuerkreuz mit dem Controller, das ist natürlich geil. Ah, komm! Mein ganzes Schilf umholzen. Einfach am Gas, wir haben gleich eine Tankstelle, ich kann das Ding jetzt leer pumpen, wie ich Bock hab. Wir hangeln uns jetzt einfach wirklich von Baum zu Baum an der Seite. Dann fahren wir nämlich schön einfach am Seerand jetzt lang. Das ist zwar total bescheuert, was ich hier mache, aber es funktioniert halt. Ah, können wir wieder fahren? Oh, ich glaube, wir haben sowas wie Traktion. So, da haben wir jetzt... Ich hoffe, ich komme mit der Winde an den Baum. Das wäre natürlich ein Traum. Ja, wir kommen an den Baum. Wir kommen an den hier. Den brauche ich nämlich, weil der kann mich jetzt nämlich genau aus dem Wasser holen. Ah, komm schon, Baby. Jetzt kommen wir raus, jetzt kommen wir raus, jetzt kommen wir raus. Nein, die Kante ist so hoch, das ist ein Scherz, oder? Ich komm. Komm. Oh, fuck. Muss ich rechts den Baum da anpeilen, wenn ich das hinkriege, hoffentlich. Na, rückwärts. Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt hängen wir nämlich ganz böse fest. Alter, es gibt's ja nicht heute. So, den Punkt. Und den Baum. Oh, sehr gut. Komm, zieh Winde. Irgendwo müssen wir noch hochkommen. Vollgas. Ja, gib ihm. Yes, 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 yes. Das ist eine Genugtuung. Oh. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Ich habe das Scheißding aus dem See gerettet. Boah, ich habe euch gedacht, wir können die Karre gleich stehen lassen. Oh, geschafft. Oh, tut das gut. Alter, meine Fresse, was ein Kraftakt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, mit dem Kraftakt, da machen wir in der kommenden Folge weiter. Geht's erstmal kurz tanke und dann bringen wir das Holz endlich mal weg. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen oben da. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Let's Play Matuana wieder. Bis dann, tschö, tschö.